Bronze bei Gold. Miss Duses Kopf neben Miss Kennedys Kopf über der Kreuzblende der Ormond Bar hörte die vizeköniglichen Hufe vorüberklappern. Klingen. Ich glaube, wenn das Ensemble anfängt, kann der ein bisschen runter. Für Rau. Miss Dus hob sich halb auf, um von der Seite ihre Haut zu besehen. Im blattgold beletterten Barspiegel, wo Hochheimer und Claret-Gläser schimmerten. In ihrer Mitte eine Muschel. Mein Stück heißt Bronze bei Gold und es bezieht sich wie die anderen Kompositionen auf das Sirenenkapitel aus dem Ulysses. Und in diesem Kapitel geht es in erster Linie um die Figur der Sirene, als eine Frau, die verführt, die in die Irre führt. Und der Protagonist, der Leopold Blum, weiß, dass um 4 Uhr seine Frau ihn betrügen wird. Und alles, was in seinem Kopf vorgeht, wird in diesem Kapitel verarbeitet. Die Sirenen, die wir heute kennen, oder Plattformen für Sirenen oder Projektionsflächen, sind sowas wie YouPorn, also unbewohnbare Welten, in denen Männer und Frauen eigentlich auf ihren Körper und ihr Fleisch reduziert werden, damit wir die Möglichkeit haben, uns mit ihnen zu identifizieren und die Perspektive anzunehmen. Bei Joyce sind das die Prostituierten, die in der Bar sitzen, also dieses ganz typische Bild von der naiven, verführerischen Frau, irgendwie, die den Männern den Kopf verdreht. Und was ich total spannend fand, ist gerade diese Frage, also wenn YouPorn eine unbewohnbare Welt ist oder diese ganze Pornografie-Szene, die einerseits eine Faszination ausübt, aber andererseits auch eine totale Isolation darstellt. Was ist denn das, was diese beiden Welten zusammenführt? Und deswegen kommt in der Taschenoper immer wieder dieser Satz "Home, give me home, give me home", den die Sopranistin singt. Die Dinger, die hat noch Nannettis Vater verhökert, an Türen rumgeschleimt wie ich. Religion zahlt sich aus, muss doch bei ihm vorbei. Zuerst aber essen, muss ich dringend, noch nicht. Um 4 hat sie gesagt. Zeit gekauft und weiter. Uhrzeiger drehen sich. Weiter. Wo essen? Clarence? Dolphin? Weiter. Für Raoul. Essen. Die violetten Seitenunterröcke. Noch nicht. Die Süße der Sünde. Wurde weniger rot, noch weniger. Blaste golden. In ihre Bar geschlendert kam Mr. Daedalus. Splitter! Splitter knippen von einem seiner felsenharten Daumennägel. Splitter! Geschlendert kam er. Er hielt ihre Hand. War der Urlaub erfreulich gewesen? Er hoffte, sie habe schönes Wetter gehabt in Ross River. Den ganzen Tag am Strand gelegen. Bronzenes Weiß. Das war aber ganz, ganz böse von ihr. Die Sopranistin ist Annika Boos, eine Sängerin, die ich das erste Mal gehört habe bei einer Produktion in Wuppertal, dem Universumstuhl. Und sie ist eine klassisch ausgebildete Sängerin und was ich an ihrer Stimme so schön finde, ist, dass sie aber trotzdem relativ gerade ist und nicht diese Opernsängerallüren aufweist. Und die Art mit ihr war sehr spannend, weil ich glaube, sie brauchte auch Zeit, sich in die Rolle reinzufinden, weil sie ist letztlich muss sie changieren zwischen einem unschuldigen Mädchen und einer Pornodarstellerin.
Die Herzstelle ist leise. Ne? Es gibt in dem Tape einen Klack, der ist ganz laut, diese Stamping Machine. Und dann soll es ganz leise sein, komm in mein Herz. Miss Lou machte einfach beiseite ihren Tee zu. Er saß schon für ihn über die Tee am Klavier. Der Stimmer war heute da, um es für das Klavierkonzert zu stimmen. Und ich muss sagen, ich habe noch nie einen so exquisiten Spieler gehört. Was, wirklich? Das stimmt doch, Miss Kennedy. So richtig klassisch. Ja. Versteht sie und blickt auch noch. Der arme Kerl war bestimmt noch keine 20. So traurig anzusehen sein Gesicht. Vor Gottes Fluch über der Hündin Bastard. Der weise Blum beäugte an der Tür ein Plakat. Eine schwebende Nixe, rauchend inmitten hübscher Wellen. Raucht. Krieg verloren für irgendeinen Mann. Für Raum. Er äugte und sah auf der Essex Bridge Farm einen fashion Hut auf einem Landauer. Ist es zum dritten Mal Koinzidenz? Klingelnd auf geschmeidigen Reifen schweifte der Wagen von der Brücke zum Ormond-Key. Folg ihm, riskier's, mach rasch, um vier, ganz nah jetzt, raus, Tupenzer! Wagte das Ladenmädchen zu sagen, aha, ich hatte ganz vergessen, mein Entschuldigung. Um vier, sie. Ich wollte auch die Figur der Sirene ein bisschen differenzierter gestalten. Sie ist einerseits die naive Frau, aber auf der anderen Seite ist sie halt auch die Bitch, also die Frau, die das Pendant zum Macho bildet, die rigoros handelt und völlig selbstbestimmt ist. Und zwischen diesen beiden Polen changiert sie in dem Stück. Wer keine Fragen stellt, hört auch keine Lügen. Ganz Dame, ganz damenhaft. Blazes Boyens, feine lowbraunen Schuhe knarrten auf Barboden, als wo er schritt. Lenehan hörte, erkannte, begrüßte ihn. Sieh an, da kommt der bezwingende Held. Der Knabenchor, der in dem Stück beteiligt ist, stammt aus dem Kinderchor der Salzburger Festspiele. Eigentlich ist es im Stück so angelegt, es können vier Jungs sein, es können aber auch 20 Jungs sein, also es ist wirklich offen. Und wir hatten ein erstes Treffen, als klar war, dass die teilnehmen in Salzburg, wo wir einfach nur ein Tryout gemacht haben. Also ich habe ihnen das Zuspielband mitgebracht und habe sie gebeten, mir so ein paar Dinge an die Hand zu geben, vielleicht auch Gesten zu bestimmten Passagen, die ihnen einfallen. Wir haben Textteile hergenommen oder Musikteile und haben die einfach ausprobiert. Und es war eigentlich ganz schön, weil jeder Junge anders ist und jeder Junge hat was ganz anderes, eine ganz andere Note mit reingebracht. Und einer hat mir dann gesagt, er kann total gut Beatboxen und hat dann auch eine Solorolle bekommen in dem ganzen Stück. Okay. Dann machen wir noch einmal. Ich kann es nicht. Warten. Pet Aufwartung wartete auf. Funkelnder Bronze Azur, äugte nach Azurs himmelblauen Blum und Blick. Machen Sie schon. Es ist doch keiner da. Er hat es noch nie gehört. Hoch.
hoher Ton, im höchsten Diskant geschmettert, klar! Brauchst du Zwiesprechen mit ihrer Rose, die sank und stieg, suchte Bläses Beulens, Blumen und Blick. Bitte, bitte! Er flehte hinweg über wiederkehrende Phrasen des Gestehens. Ich konnte dich nicht verlassen. Später dann versprach Miss Dus spröde. Nein, nein, jetzt drängen der Lenne hin. Sonny Lacloche! I don't wanna be a fucking dream! Machen Sie's doch! Es ist doch kein Mensch da! Sie sah sich um, rasch. Miss Kemp außer Hörweite, plötzlich gebückt. Zwei erglühende Gesichter. Verstarrten ihr Bücken. Zittern irgendwie Akkorde ab aus der Melodie. Fanden sie wieder, verloren den Zusammenklang. Und verloren und fanden ihn taumeln. Los doch, machen Sie schon. Sorry! Sich bückend, griff sie einen Streifen Rock hoch übers Knie. Hielt inne, hielt sie in Spannung noch. Gebückt schon doch, hinhältig, mutwilligen Blicks. Sonny! I don't wanna be a fucking dream. I don't wanna be a fucking dream. Klatsch! Im Rückprall ließ sie rückplötzlich ihr Kniffgriff elastisches Strumpfband klatschwarm gegen ihren warm bestrumpften, klatschprallen Frauenschenkel schnell. Klatsch, schrie Lennehen entzückt, vom eigenen Trainier, kein Schmuck. Sie grangriente hochmäßig. Verflixt sind die Männer nicht. Doch lichtwärts gleitend lächelte leicht sie Beulen zu. Ihr seid doch wirklich der Inbegriff des Ordinären. Ihr seid doch wirklich der Inbegriff des Ordinären. Beulen äugte, stieß an fette Lippen seinen Kelch, trank aus seinen winzigen Kelch, die letzten fetten, violetten, sirupigen Tropfen schleckend. Ich verschwinde, sagte Boy. Hat man Ständer gekriegt? Oder was? Warten Sie doch. Ich komm ja schon.